Ja, laut. 3, 2, 1, Start. Hallo, mein Name ist Dela und wir sind bei den Trenchcoat Talkers. Bei mir ist der wundervolle Hendrian. Hallo, Hendrian. Hallöchen. Und wie wir euch schon so oft versprochen haben, wollen wir heute das erste Mal Columbo gucken. Hendrian, was gucken wir heute? Das weiß ich auch nicht genau. Wir gucken Columbo. Ich gucke gerade, welche Folge das ist. Das ist Murder by the Book, also Staffel 1, Folge, genau, Staffel 1, Folge 1. Hm? Ich gucke gerade, aus welchem Jahr. Premiere war 1971. Ja. Beziehungsweise 1975 in Deutschland. Wollen wir irgendwelche Fun Facts zu dieser Folge? Vielleicht, wenn sie uns während der Folge einfallen, oder? Oder so. Ich gucke gerade, die Synchronsprecher kenne ich alle nicht. Da ist irgendwie für mich nichts Besonderes bei. Spannend halt Regie, Steven Spielberg, warum auch immer. Mhm. Ja. Genau. Und wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich die Jungs von der Sprechkabine grüßen. Und wenn ihr das in Qualität haben wollt und nicht mit dem Stammel und Gesabbel, was wir hier von uns geben, dann klickt euch bitte Sprechkabine Plus, weil Sprechkabine Plus macht volles Haar. Auch deswegen. Gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Du bist bereit? Ich würde sagen, dann drücken wir erstmal auf Play. Genau. Und genießen eine gute Minute Schreibmaschinengeklapper. Ja, wir fliegen durchs Büro des tippenden Menschen. Mit einem sehr kleinen, aber sehr hübschen Bücherregal. Vor einem großen Fenster mit sehr, sehr weiter Aussicht. Also wahrscheinlich sehr weit oben. Mir gefallen die Totenköpfe auf dem Tisch. Ja, aber es gehört sich natürlich so viel ein Schriftsteller. Sieht ein bisschen aus wie Stephen King, oder? Ja, ein bisschen zu blond, aber ansonsten ja. Und ein bisschen zu wohlgenährt. Da fehlt die Kokainkarriere. Mhm. Interessant finde ich hier, es fängt wirklich nur mit diesen lustigen Schreibmaschinengeräuschen an. Aber man hört nicht auch nur annähernd irgendwie Musik oder irgendwas. Das würde heutzutage keiner mehr so machen. Vor allem eben hast du das Ping vom Ende der Zeile der Schreibmaschine ohne das Return vom Carrier gehört. Ja. Er tippt einfach endlos. Währenddessen fährt ein Auto vor und ein Mensch steigt aus, der gerade eine Pistole auseinander, also einen Revolver aus dem Handschuhfach genommen hat. Das müsste Jack Cassidy sein. Sein Co-Autor, beziehungsweise er ist auf dem Cover einer Newsweek mit ihm zusammen drauf, also haben die geschäftlich miteinander zu tun. Und warum macht er die Anführungszeichen vor dem Punkt? Vermutlich, weil das stilistisch einfach nicht... Vielleicht will er seinen Lektor beschäftigen. Und unser Auto wird mit einer Waffe bedroht. Und fängt erstmal Sachen an. Ist aber auch sportlich, seinen Kollegen eine Waffe vor die Nase zu halten als Witz, aber gut. Naja, nein, ich glaube, er meint es ernst und war einfach nur wirklich zu dumm dafür. Künstler. Aber sportlich finde ich auch den Menschen, der mir eine Waffe vor die Nase hält, gleich erstmal zur Begrüßung zu beleidigen. Ja. Das ist auf eine skurrile Art und Weise lustig, weil Jack Cassidy stark alkoholkrank war.
Und jetzt trinken sie zusammen am Vormittag Champagner. Mhm. Wo hat er den eigentlich jetzt hergenommen? Den hat er hinter der Tür hergezaubert. Das ist wahrscheinlich noch vom letzten Besuch draußen im Flur gestanden. Und wer ist die hässliche Frau im Hintergrund? Wahrscheinlich die Mutter von irgendjemandem. Ich sehe hier, die Krimireihe heißt wohl Miss Melville. Okay. Was wahrscheinlich ein Seitenhieb auf Miss Marple sein soll. Ah, das würde auch die Frau im Hintergrund erklären, die sieht aus wie Miss Marple. Genau das. Und scheinbar will sich dieses Autorenduo trennen. Genau. Was platziert da dein Feuerzeug? Es sah aus wie ein Feuerzeug, aber vermutlich ist es keins, wenn man das so mysteriös hinlegt. Weil warum sollte man ein Feuerzeug auf mysteriöse Weise hinlegen? Das ist eine schöne Formulierung. Wäre auch ein Satz, der heute so schwierig wäre, oder? Du sollst mein erster männlicher Gast nach 6 Monaten in meinem Wochenendhaus sein? Ich mag dieses Grinsen nicht. Ja. Und die Hosen sind alle 5 cm zu kurz. Ja. Gut, andererseits in Zeitaltern, wo man Kordjackets trägt, Rollkragenpullover unter Jackets. Aber das Auto ist hübsch. Das Auto ist hübsch. Ja, also wir fahren jetzt aufs Wochenendhaus wahrscheinlich. Aber erst muss der Autor mit dem Revolver nochmal zurück ins Büro und randaliert da jetzt ein bisschen. Schön finde ich, wie die Schreibmaschine als Rhythmusinstrument eingesetzt wird, jetzt im Hintergrund-Soundtrack. Hinweise werden platziert. Portjackets werden zugeknöpft. Soll ich kurz auf Pause drücken? Nee, es ist ein Feuerzeug. Ich höre dich nicht mehr. Okay, Moment. Ich drück mal kurz auf Pause. Ja. So. Hörst du mich jetzt wieder? Da ich dich immer noch nicht höre, komme ich einfach kurz raus und wieder rein. Okay. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, gut. Und, Du musst den Bildschirm wieder freigeben. Ja, ich gucke nur gerade, wo das richtige Knöpfchen ist. Dort. Hast du noch mitbekommen, wie die Schreibmaschine als Rhythmusinstrument eingesetzt wurde? Als was Instrument? Als Rhythmusinstrument. Oh, nein, tatsächlich nicht. Ich habe nur gesehen, wie er die Bücher runtergeworfen hat. Genau, dann spule ich einfach mal hier so eine halbe Minute oder sowas zurück oder eine Minute zurück und du siehst wieder Bild? Ja, ich sehe wieder Bild, alles gut. Immer sogar noch ein kleines bisschen. Das ist zwar nämlich wirklich schön. Mhm. Und du musst deine Kamera dann wieder anschalten. Mhm. Ah, das sind Dinge, die ich dir eigentlich ersparen will, aber gut. Nee, jetzt habe ich nur Ton und kein Bild.
Ja, ich auch. Stick. Ach, wenn doch mal. Wenn es doch nur einfach mal funktionieren würde. Ach, wo kämen wir denn da hin? Ja. Kann ich ihn irgendwie dazu zwingen, ein bisschen zurückzuspringen? Ich glaube, du musst... geh mal auf Stopp. Ich hab's befürchtet. Merkt ihr die Zeit? Ich glaube, irgendwas 44 oder so? Ja, ja. FVLC macht Dinge. Aber alle Stecker sind drin. Dann machen wir hier mal kurz Stopps. Funktioniert. Hä, er macht auch nicht Stopp. Das ist. Ja, jetzt hat er Stopp gemacht. So. Wir machen das Ganze einfach nochmal von vorne. Genau. Noch Zeit. Genau. Also wie gesagt, vor um 7 passiert hier bei mir sowieso nichts. Also. Ich hab's nicht eilig. Was brummt hier auf einmal so laut? Klingt nach einer Aquariumspumpe. Ja, aber du hörst es. Hörst du es jetzt lauter als sonst? Ja. Aber warum? Sehr putzig. Augenblick. Ja, das ist eine gute Stelle. Hey, aber ich bleib dabei, dieses Grinsen ist irgendwie komisch. Ja. Deswegen hat das platziert, ich verstehe. Ah, der hat das Feuerzeug also oben gelassen, um wieder hochgehen zu können. Genau. So, und jetzt? Und er hat es so heimlich platziert, damit der andere nicht direkt merkt und die wollen auch immer das mitzunehmen. Ist das geil vom Soundtrack her? Ja. Er verteilt fröhlich ein paar Papiere. Genau. Bisschen Randale. Genau. Er legt die Liste mit den Namen hin. Und vergisst sein Feuerzeug. Nein. Oh nein, doch nicht. Und wir sehen die Miss Marple. Genau. Und jetzt fahren wir zusammen aufs Landhaus, nehme ich an. Ja, mit Autofahrhandschuhen. Wann sind eigentlich Autofahrhandschuhe aus der Mode gekommen? Ich weiß nicht, aber wir haben darüber schon bei den Roy Black-Filmen gesprochen. Aha. Ich glaube nicht so, oder? Wir haben das auch da schon bedauert. Zu Recht. Aber das Auto ist wirklich hübsch. Ach, das ist gar nicht das Landhaus. Wir
Ist es Lasagne? Wirklich? Hm. Okay, die Venus ist gut bestrahlt. Was ist das denn für eine billige Anmache? Also der Autor macht sich an die Lebensmittelverkäuferin ran, auf eine ziemlich eklige Art und Weise, wie ich finde. Ja, ich befürchte auch, zu dieser Zeit war das noch eine normale Art und Weise. Ja. Ermittlungsstelle. Kein Arschloch, der Typ. Okay, also er ruft gerade seine, ich nehme an, Freundin an. Oder die Freundin seines Kompagnons. Oder das. Und erzählt ihr, Entschuldigung, er fährt nach San Diego, damit er ein Alibi hat. Genau. Aber ich bin nicht sicher, ob das so klug ist, dass von, ich meine, lokal kann man doch, ja gut. Ich weiß nicht, ob damals schon. Ja. Ach, sie sprechen über das Gefühl, dass man nur auf Französisch richtig ausspricht. Genau. Dass das Auto Staub auf der Motorhaube hat, finde ich ein sehr schönes Detail. Mhm. Also war es wahrscheinlich nicht nur Greenscreen. Ja, aber andererseits steht das Zeug halt wahrscheinlich wirklich irgendwo in L.A. in der Wüste. Ich glaube, dass der Kram staubig ist, ist dort Default. Möglich. Okay, wie oft ist er in diesem Waldhaus? Der hat Blumen vor der Tür stehen, die gegossen werden müssen und die sehen nicht verdorrt aus. Naja, er hat sehr viele Freundinnen. Ja gut, auch wieder wahr, aber die sind nicht alle da. Es wäre auch anstrengend, wenn die alle gleichzeitig da wären. Guter Punkt. Okay, also Joanna ist, die er angerufen hat, ist die Freundin vom anderen Brillenmann. Ja, ach, das Frauenbild in dieser Serie. Mhm. Dass es ihn nicht stutzig macht, dass Folie über die Couch gezogen ist, auf der er sitzt. Mhm.
Selbstwählverkehr ist auch ein Wort, das sollte ich eigentlich anderweitig in meinen Wortschatz integrieren. Oh, warum? Da wurde er erschossen. Ja, aber das ist doch dumm. Ach so, nein, weil er will ja inszenieren, dass er im Büro erschossen worden ist. Genau. Deswegen muss ich es ja hören. Okay, ja, okay. Macht Sinn. Warum braucht man für die Polizei die Vermittlung? Ja. Obwohl, vielleicht gab es damals noch keine hier 911. Ja, keine aber Ahnung. Wenn er jetzt gerade ohne Vermittlung eine Privatnummer anrufen konnte. Ja, wie gesagt, vielleicht hatten die damals halt ganz normale Telefonnummern. Ja, okay, das kann sein. Sind wir das Telefon in seiner Sommerhütte? Mhm. Während er gerade versucht, die Leiche einzuladen. Natürlich lässt er komplett tiefenentspannt den Kofferraum offen stehen. Siehste mal hier. In 911 wurde erst irgendwann Mitte, Ende der 60er eingeführt. Okay. Aber ich mag, wie der Nebel da hinten über den See zieht. Ja. Er sieht nicht aus wie Nebel, er sieht eher aus, als hätten sie ein Dampfboot angeschmissen. Naja, er sieht eher aus wie Stephen King-Nebel, aber... Vor allem, wie lange wir hier aufbauen, ohne dass das erste Mal Columbo auftritt, ne? Was mich viel mehr schockiert ist, das ist ein mutmaßlicher Tatort für einen Mordfall. Ja, und die latschen da rum und packen alles mit blanken Pfoten an. Genau das, es gibt keine Spurensicherung in dem Sinn, also im heutigen Sinne, sondern die laufen da einfach alle rum und ein paar Leute pinseln, ein paar Leute räumen auf. Aber die schleppen da interessante Sachen raus. Dieses Kästchen mit dem Totenkopf gerade fand ich sehr hübsch. Ja. Genau, hol dir das Glas Wasser selber. Fass ruhig alles an. Was soll schiefgehen? Naja, seien wir ehrlich, jetzt macht es das gerade auch nicht mehr fett. Ja. Oh, da kommt er. Mhm. Nach 17 Minuten das erste Mal Columbo. Wie jung er da noch war. Tja. Ein dermaßen verraucht, er ist derjenige, der permanent mit Zigarren in der Gegend. Mhm.
wenn man drauf achtet, sieht man es, ne? Dass das eine Auge ein Glasauge ist von Peter Falk. Das ist mir immer schon aufgefallen und ich habe aber immer gedacht, also anders. Als ich Columbo das erste Mal geguckt habe, habe ich ja so die späteren Staffeln gesehen, wo er schon älter war. Und ich habe früher als Kind immer gedacht, als ich das mit dem Glasauge noch nicht wusste, dass er einen Schlaganfall hatte. Wir haben die erste Erwähnung von Columbus Frau. Richtig. Wieso zwingt er jetzt ein Rührei auf? Omelette, nicht Rührei, Omelette. Das ist alles das Gleiche. Omelette ist doch nur ein Rührei, wo du zu faul zum Rühren bist. Vor allem frage ich mich gerade, also er ist in ihrer Küche, habe ich das richtig verstanden? Ja, ich vermute schon. Warum weiß er spontan, wo er die Schüssel wegnimmt? Er hat gerade die Schüssel, die Eierschalen in eine Schüssel getan, wusste sofort auf den ersten Griff, welcher der richtige Schrank ist. Vielleicht, als er die erste Schüssel geholt hat, hat er vielleicht schon gesehen, wo die anderen Schüsseln stehen. Wer weiß. Ja. Eine Tiffany-Lampe. Ich möchte den Ralf grüßen. Grüße. Warte, der holt da eine Schüssel raus? Eine dreckige Schüssel aus dem Schrank? Ist sie dreckig? Das sehe ich nicht. Ja, man sieht, dass da vorher schon mal Käse reingerieben wurde. Pass auf deine scheiß Hände auf, Mann. Ja, aber er muss doch mit der Frau flirten. Ja, aber... Wir alle haben uns schon blutige Pfoten gesucht, geholt, wenn wir abgelenkt TM waren. Was ist das für ein skurriler Herd? Ist das Gas? Ich denke, das ist ein Gasherd. Und so skurril, die Wand. Weil es hat solche seltsamen Platten, weißt du, so Spiralen quasi drauf. Ich dachte, die gab es damals so. Ich meine, dass in den USA Gasherde verbreiteter sind, ja. Aber ich bin gespannt, wie er gleich das Omelette kocht. Mein Gott, wie jung der da noch war. Noch keine graue Strähne im Haar, das ist gruselig. Es muss ein Gasherz sein, so schnell wie die Butter brutzelt. Ja. Yep. Sportlich, ohne Licht durch die Nacht zu fahren? Ja, aber... Ach. Gut, andererseits... Mit einer Leiche im Kofferraum wahrscheinlich. Ach nein, okay. Also ich hoffe, er hat jetzt nicht mehr die Leiche im Kofferraum.
Was hat er für einen Fleck am Revers? Also, jetzt ist der Kragen weit genug zugeschlagen, dass man den Fleck nicht mehr sieht. Witzig. So, wir durchwühlen gerade die Liste. Also die Schublade, wo er die Liste platziert hatte. Wieso sind wir jetzt plötzlich wieder im Büro? Ach nein, das ist die andere Liste. War eine andere Liste? Die nachträglich platzierte Liste. Nee, sind wir jetzt wieder? Ja. Aber da fehlt doch das Zimmer. Also der, ach nee, es ist dunkel, deswegen vielleicht. Es ist schön, wie Columbo immer um Hilfe bittet. Aber was ist da im Hintergrund? Immer wenn wir ihn angucken, sieht das im Hintergrund aus, als ist das ein Straßenschild. Warte. Auch überhaupt. Guck mal, das nicht. Das sieht aus wie ein Straßenschild im Hintergrund. Kann ich nicht bestätigen. Das ist vielleicht auch wirklich nur der Fensterrahmen. Das kann sein. So, jetzt schleimt der Täter ein bisschen. Natürlich, genau. Weil wir haben gerade festgestellt, dass die Liste, die ja angeblich frisch aus der Schreibmaschine ist, gefaltet worden ist. Was ja keinen Sinn macht. Ist das schon Bestechung? Er schenkt dem Ermittler alle möglichen Bücher. Einen habe ich noch. Von wo? Von San Diego, gell? Ja. Ach, San Francisco. Oh ja. Oder war es L.A.? Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Aber ich glaube L.A., aber... Okay. Die Musik jetzt gerade war auch Akte X würdig, oder? Ja.
Okay, zu behaupten, dass man da fliegen sollte, ist aber auch spannend. Ja, früher waren vielleicht die Straßen anders, aber es sind so über den Daumen 125 Meilen. Ja. Das heißt, Google sagt mir Autofahrzeit maximal 2,5 Stunden. Aber ich glaube, damals war Fliegen auch nochmal was anderes. Ja, aber für die Entfernung, ich sag mal Frankfurt-Köln, in den Flieger zu steigen, ist ja noch weniger. Das sind ja auch keine Amis. Ja, auch wieder wahr. L.A. hätte ich gesagt, das könnte sich eher lohnen, das ist ungefähr das Doppelte. Ja. San Francisco ist ungefähr das Doppelte. Okay, bisschen mehr sogar vielleicht. So, und wir haben gerade die Leiche gefunden. Also, gefunden. San Francisco wären 500 Meilen, ja. Ja, das macht schon eher Sinn. Das macht eher Sinn. Warum trägst du dann ein? Vor allem, wie kalt kann es denn schon sein? Ja. Ah, die Bild ruft an. Scheinbar. Im Dienst saufen. Das ging früher gut. Ja, ach. Also für Hollywood habe ich mir mal die Durchschnittswerte für die Temperatur geben lassen. Mhm. Also im Winter liegen die Tiefstemperaturen so bei 12 Grad, 10 bis 12 Grad. Und die Höchsttemperaturen für den Winter bei 22. Oh, okay. Also... Ja, ach. Der erste Verdacht fällt auf den Täter. Nee, er hat jetzt gerade versucht, der Frau, der Joanna, offiziell ein Oder? Also ich hatte es gerade so verstanden, als hätte er unseren Würde versucht zu verkaufen, dass er Joanna verdächtigt. Ach so.
So. Eine halbe Stunde ist um, Columbo fängt jetzt an zu ermitteln. Ach, muss das damals ein schönes Leben gewesen sein. Ja. Ja, also da der erste Verdacht kommt jetzt schon. Nee, unser Täter, statt direkt ins Haus zu rennen, als er die Leiche in Anführungsstrichen gefunden hat, stattdessen seine Post mit reingeholt hat. Ich finde diesen Hotdog-Stand sehr lustig. Ja. Er hat die Form eines riesengroßen Hotdogs. Und ein sehr schlecht schlecht frisierter Anzugträger. Okay, also es ist ein Versicherungsmakler. Er versucht natürlich, Columbo gleich erstmal eine Versicherung anzudrehen. Natürlich. Oh, die ist nett. Also er hat, unser Täter hat eine neue Freundin gefunden. Eine neue ist, wissen wir nicht. Ja, das stimmt, aber ich meine, 6 Monate ohne Herrenbesuch in seiner Winterhütte, ich denke nicht, dass er viel... Ja, vielleicht hat er immer die gleiche Dame mitgenommen, vielleicht kann die was. Okay. Sie ist tatsächlich sehr nett. Ah. Wir treffen gerade in der Oper oder wo auch immer wir sind, die Lebensmittelverkäuferin. Die schlechte angezogene Gemischtwarenhändlerin. Sie guckt sehr angewidert, unsere Begleitung. Sie lädt sich selbst auf einen Drink ein. Mhm. Mein Gott, hat die viele Zähne. Ah, sie versucht ihn zu erpressen. Sie ist ganz schön durchtrieben. Ja. Sieht gut aus, ich will das haben. Erdbeeren auf Eis, spannend.
Mit einem Schälchen Zucker zum Dippen. Und Minzblättchen daneben. Mhm. Aber sie hat ihn im Auto gesehen. Mhm. Das würde mich jetzt interessieren, ob die in der englischen Originalfassung genauso dümmlich rüberkommt. Ich denke ja. Diese seltsame Mischung aus Erpresserin, Verehrerin und Stalkerin, ja, das ist skurril. Ja. Doch, sie hat frauliche Empfindungen. Huiuiuiuiui. Hat er nicht uns doch Lisa gesagt? Klar. Spannend ist, wie die Erdbeere immer anders angebissen ist, je nachdem, wie der Kamerawinkel ist. Okay, versucht sie gerade ihre Erpressung als da, ja, vielen Dank für ihre Spende zu verkaufen? Ich glaube schon. Ich glaube ja aber auch tatsächlich, dass sie das ernst meint. Mhm. Okay, wie schnell wird sie tot sein? Ja. Wie viele Bücher hat denn der Mann? Columbo bringt Bücher zurück. Ja. Das sind ungefähr 4-mal so viel, wie er mitgenommen hat. Eine sehr putzige Hauswirtschafterin. Mhm. Ah, der gleiche Sekt. Eieieiei. Und Columbo stolpert mitten ins Interview. Mhm.
Lässt du den Bücherstapel jetzt fallen? Auch wenn ich diesen Hut sehr skurril finde von ihr. Aber die ist hübsch, die hat was. Die ist hübsch, ja. Aber ich bin ein bisschen irritiert von der Stimme. Die Stimme ist sehr tief. Das irritiert mich immer. Wobei tief ist das falsche Wort, das ist... Er hat noch nicht die Hand am Hintern. Bist du davon auch so überrascht wie ich? Ja. Wie ekelhaft zugig muss das sein bei dem? Hast du gesehen, dass die Tür nicht schließt von dem Haus? Ja. Zweite Erwähnung. Seine Frau mag keine Kriminalromane. Sehr schön. Deswegen darf er die Bücher nicht zu Hause behalten. Mhm. Warte, hat er gerade den Kommissar alleine in seinem Zuhause gelassen? Ja, siehst du? Guckst du zweifelnd? Ja. War eben der Boden nass? Hat uns die Popkultur angelogen und es regnet doch im Südkalifornien? Nein, it pours. Na gut, vielleicht hast du recht. Und es ist witzig, dass du diesen Witz heute machst. Ich den ganzen Tag diesen Ohrwurm habe. Aber nein, ich glaube, der Boden ist nicht nass. Ich glaube, das sind so... das waren Hochglanzfliesen, ne? Ja. Genau. Da fährt jemand Fahrrad. Das können nicht die USA sein.
mag nicht viel von Mode verstehen, aber ja. Sie trägt ein Kleid, was oben aussieht, wie als wäre es wie ein Müllsack zugezogen. Und er trägt ein Halstuch unter dem Kragen seines Hemds. Und ich möchte gerne darüber reden, dass das Kleid aussieht wie eine Karo-Tischdecke. Ja. Die kriegt $15,000 und hat ein dreckiges Tischtuch aufgelegt? Naja, ich meine, genau betrachtet hat er ja keine Wahl, als sie gut zu finden in ihrer Welt. Und ich glaube nicht, dass die als irgendwie so Verkäuferin irgendwo im Arsch der Welt, irgendein Hinterdorf in Amerika, so viele Kleider hat zu der Zeit. Ist das eine Sülze, die sie auf dem Tisch stehen haben? Ja, vielleicht. Zumindest irgendwas Terriniges, würde ich sagen. Das ist doch traumhaft. Küssen mit Sülzatem. Ich glaube, wir haben einen Sendungstitel. Ich mache mir dabei kurz Notizen. Aber spannend finde ich tatsächlich auch, dass jedes Mal, wenn sie ins Geschäftliche kommt, ihre Stimme komplett wechselt. Ja. Okay, wenn das Internet mich nicht anlügt, ja, sind $15,000 im Jahr 1971, ja, heute $112,000. Okay, ändert aber nichts an der Relation, weil er gerade gesagt hat, 15.000 verliere ich in einer Nacht am Spieltisch. Ja, schon, aber $100,000 Schweigegeld klingt halt anders als $15,000. Ja, sie ist wirklich nicht die hellste, oder? Nein. Ich weiß nicht, wenn du Besuch von einem anderen Mann hast, mit dem du gerade illegale Geschäfte machst, ist das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich wünschte, mein Mann wäre hier. Mhm. Wobei, ja, wir haben sie auch gerade mit der Weinflasche totgeschlagen. Und er segelt jetzt, er rudert jetzt in Unterhosen. Warum rudert er in Unterhosen? Mehr Beinfreiheit. Okay. Weiß nicht. Vielleicht schmeißt er sich direkt hinterher, um zu sagen, oh Gott, ich wollte sie noch retten, aber wir haben gemütlich 2 Flaschen Wein getrunken und dann ist sie über Bord gegangen. Na, weil um die Blutflecken kann es ihm ja nicht gehen, weil. Doch, du hast tatsächlich recht.
Dann ist das Boot gekentert, sie hat sich den Kopf angeschlagen und gut, warum er mit ihr in Unterwäsche rausrudert, ist eine andere Frage. Naja, weil er im Ruf steht sowieso. Vielleicht wollte er auf dem Boot. Aber Schnacksel in einem so kleinen Ruderboot scheint mir generell eine fragwürdige Geschichte zu sein. Ja, aber es würde erklären, warum es gekentert ist. Ja, aber genug gesoffen würde auch erklären, warum es gekentert ist. Ja, aber genug gesoffen würde auch erklären, warum er überhaupt die Alte genötigt hätte. Richtig. Richtig, ich verstehe. Warte, jetzt geht er auch noch angeln? Ich glaube, das ist ein anderer, oder? Ich komme nicht mehr mit. Nee, das ist wirklich er. Und Columbo klopft an die Fensterscheibe. Also unser Mörder hat wirklich großes Glück in Sachen seltsame Menschen, die ihn stalken, oder? Mhm, schon. Erst die Olle mit dem Pferdegebiss, jetzt Columbo, der an der Hintertür steht. Kann froh sein, dass Kalifornien kein du betrittst mein Grundstück und ich niete dich um Staat ist. Ja, dieses Schutthalten, das ist wirklich ein herrlicher Ausblick. Die dritte Erwähnung der Frau. Wir können alle froh sein, dass das alles noch Zeiten vor der Digitalisierung waren. Keine Überwachungskamera im Restaurant. Hat er ihn gerade fett genannt? Vierte Erwähnung der Frau. Columbo will steil gehen. Das berühmt-berüchtigte Nachtleben am Great Bear Lake. Genau. Mit Freddy Quinn? Ich überlege gerade, sollen wir nachher die Pausen wieder rausschicken? Ich muss gerade lachen, weil Columbo das erste Mal in dieser Folge durch die Blumenrabatten geheizt ist. Quasi, damit die Leute mitgucken können, dann müssten wir die Stille drin lassen.
damit unsere Kommentare zur richtigen Zeit kommen? Oder machen wir die Stille raus und die haben halt einfach Pech und müssen sich denken, wo wir sind? Ach, eigentlich können wir sie wirklich drin lassen, ja. Gut, dann mache ich das so. Okay, ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich diesen Warp sehe, dass die unterschiedlichen Polizeiregionaldirektionen freiwillig miteinander arbeiten, ohne sich anzuficken. Ja. Columbo klaut Süßigkeiten. Ja, Columbo klaut Süßigkeiten. Sag mal, warum raucht... Ach doch, jetzt. In ganz vielen Fällen raucht nämlich die Zigarren, die wenn er dran zieht. Du meinst, die geht einfach irgendwann aus, weil er die einfach nur ja. Bespaßung im Gesicht hängen hat? Raucht also wenigstens nicht heiß. Einer der Gründe, warum ich keine Zigarren rauche. Echt? Ich mag Tische mit Schubladen, das ist eine voll gute Erfindung. Kann man Dinge reintun. Ich mag Dinge, wo man Dinge reintun kann. Wie findest du hochklappbare Tischplatten? Um Pulte, Schulpulte. Quasi sowas, ja, sowas in die Richtung. Ja, ist halt für mich tendenziell unpraktisch. Ich bin eher ein Schubladenmensch, aber... So, Columbo hat einen Sektkorken gefunden. Genau. Könnte natürlich 2 und 2 zusammenzählen. Interessant finde ich, dass dort die Nudeln aufgehängt sind. Obwohl, das ist ein Lebensmittelladen, von daher. Ja, aber so Instant-Päckchen sieht man selten aufgehängt. Ja, vor allem in dieser Zeit wusste ich nicht, dass es da schon Instant-Päckchen gab. Ah, Waffen werden also auch verkauft? Und er findet ein Buch von unserem Autor, nämlich das, was er ihr geschenkt hat. Genau. No. Oh. Columbo merkt, dass der Täter gelogen hat. Nach einer Stunde. Und er wertet das mit der Frau des Verstorbenen aus. Was ich auch sportlich finde. Ah, Columbo weiß es, aber er sucht noch nach... Da war auch wieder der Fleck am Revers. Ja, ich hab's auch nicht verstanden, aber... Hat da jemand einfach ein Streichholzbriefchen als Notizbuch benutzt? Ich glaube, ja, so hab ich's jetzt verstanden. Aber kommen wir nochmal auf die Tischthematik zurück. Als wir am Sonntag beim Chinesen zu essen waren, die hatte raffinierte Tische, die ich sehr gerne klauen wollte. So große, runde Tische und oben aber nochmal... Eine Platte? Genau. Lieb ich. Unbedingt haben. Ich brauch's. Voll gut sowas.
Und vor allem halt auch so hübsch mit Epoxy und Glitzer und Dingen. Mhm. Voll gut. Oh, die sind gar nicht so teuer. So, Frau Witwe geht Kaffee kochen. Damit Columbo eine Analyse des Falls machen kann. Mhm. Also die Parkkünste unseres Täters sind auch skurril. Das Umzugsunternehmen kann das Büro nicht ausräumen, weil Columbo noch am Schreibtisch sitzt und liest. Ah, wir haben die Verhaftung. Guck mal auf die Uhr, bitte. Ja. 1:07. Mhm. Von 1:12. Columbo löst jetzt auf. Er beleidigt die gerade, weil er noch zu dumm war, die Supermarktangestellte umzubringen. Yep.
Columbo kratzt quasi das Ego des Täters an. Ja, wir stellen gerade fest, unser Opfer hatte quasi seinen eigenen Mord als Buchidee geplant, hat die Idee aufgeschrieben und unser Täter hat die Idee geklaut. Steht er gerade? Was ein Idiot. Ah, deswegen. Also ja, er hat gerade gestanden, aber deshalb, weil er sich in seinem Ego verletzt gefühlt hat. Denn das war die einzige Krimi-Idee, die er jemals hatte. Und Columbo liest noch schnell den letzten Roman zu Ende. Ich würde mit der Zigarre weggehen vom Ölgemälde. Das endet nicht gut. Mhm. Und wir kriegen eine letzte Aufnahme der Hotelfrau. Ja, wir haben die erste Folge Columbo hinter uns. Krass. Hast du eine Meinung? Sie hatte weniger Längen, als ich gedacht hätte. Ja. Dafür, dass es jetzt eine Stunde 12 war, hat es sich, es hat sich nicht unbedingt angefühlt wie eine Stunde 12. Ja, dass damals das Menschen- und oder Frauenbild ein komplett anderes war, völlig klar. Dafür, dass das Westküste Kalifornien Ballungsgebiet hätte sein sollen, kamen auch erstaunlich wenige Nicht-Weiße darin vor. Ich glaube aber tatsächlich, das ist, weil wir hatten ja echt wenig Außenaufnahmen. Ja, okay. Also wir hatten ja fast alles nur Setaufnahmen. Ja, okay. Ich glaube, die einzigen Außenaufnahmen war, wo die Frau ersoffen ist. Alles, was in dem Wochenendhaus war. Genau, was ja eh eine teure, weil er hat ja auch gesagt, das kann Columbo sich nicht leisten. Ja, ja. Demzufolge werden die da keine Minoritäten reinlassen. In ihrem Yachtclub, sag ich mal. Das Bürogebäude war auch keine Studioaufnahme. Genau. Und ansonsten hatte ich nur Autoaufnahmen. Das Bürogebäude ist wohl auch in einer sehr guten Gegend. Genau. Und ansonsten hatten wir nur Autoaufnahmen. Genau. Ja. Also das könnte ich mir noch schön reden, sag ich mal. Ja, ansonsten halt erstaunlich, wie viel man als Polizist im Dienst trinken darf. Ja, und auch, dass du einfach so uns zu fremden Frauen in die Küche stellen und den Omelett machen. Ja. Finde ich jetzt auch sportlich. Aber gut, ich meine. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall schon viele Elemente, die sehr klassisch werden. Wir haben noch nicht so sehr das zusammen auseinanderfallende Auto. Er hat jetzt die Blumenrabatte überfahren, aber er. Das Auto hat dabei keinen Schaden genommen. Aber das kommt später. Der Hund kam noch nicht vor. Der Hund kam noch nicht vor, aber dafür die Frau viermal. Aber es gab auch noch nicht oft diesen eine Frage habe ich noch, Moment. Nee, und er war noch etwas anders auch formuliert. Nö, aber ansonsten kurzweilig. War schön. Ja, war nett. Kann man auf jeden Fall mal wieder machen.
Auf jeden Fall. Haben wir noch, wie viel? 90 Folgen vor uns? Oh Gott. Wir werden das machen, bis wir tot sind. Oh ja. Ausgezeichnet. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe da immer noch Spaß dran. Es ist erstaunlich, dass man diese Sachen vor 100 Jahren einmal gesehen hat, aber man erkennt so die Versatzstücke sofort wieder tatsächlich. Ja. Das ist sehr nett. Das war lustig. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Aufnahme. Alles klar. Wenn ich hier das Gerät finde, Augenblick.